12. Und sie kam bei Brot und Stuhle. Ja. Ja. Ein bisschen was zu essen. Genau, wir sind heute ein bisschen später dran und wir haben heute Morgen leider noch ein bisschen Probleme mit ihrem Nacken hatte. Aber ich glaube, wir sind auf dem Weg der Besserung jetzt. Ja. Ja. Was wir dann machen, steht mal da drin. Jetzt gibt es uns ein kleines Frühstück und dann gehen wir noch ein bisschen raus. Bei der Zeit bis 17:30 Uhr. Genau. Das Wetter ist jetzt so recht toll. Ja. So, das war's dann. Den einen oder anderen Einblick und wünsche euch viel Spaß. Ja. Hier seht ihr einmal den Streetfood-Bereich auf Aida Nova. Hier gibt es, wie der Name schon sagt, Streetfood. Es gibt Döner, Currywurst und Brot und Stulle, wie ihr eben schon gesehen habt. Bei Brot und Stulle gibt es ab früh morgens belegte Brötchen sich zu holen oder auch süßes Gebäck. Also da findet wirklich jeder was. Und falls ihr mal ein bisschen später aufsteht, könnt ihr hier dann auch noch was frühstücken, so wie wir es eben getan haben. Nachdem wir uns ausreichend gestärkt hatten, sind wir dann von Bord gegangen und haben uns zu Fuß in Richtung Oslo aufgemacht. Der Weg ins Stadtzentrum sind so 5 bis 10 Minuten, je nachdem, wie schnell man unterwegs ist. Wir haben uns dann entschieden, zum Königlichen Schloss zu laufen und uns dort den Wachwechsel um 13.30 Uhr anzuschauen. Ihr bekommt nun einige Eindrücke von unserem Bummel durch Oslo. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever try. Und hier ein kurzer Disclaimer. Im Anschluss seht ihr nun eine etwas schlecht gelaunte Luana, aber bitte mit sehr viel Humor verstehen. Bist du doch vor. Warum denn? Es ist kalt. Aber frierst du arg oder geht's? Es geht, aber ich hätte so gerne eine Fjordfahrt gemacht. Und warum machen wir das jetzt leider nicht? Weil wir zu spät rausgegangen sind, weil ich Schmerzen hatte. Ja, das können wir jetzt leider nicht ändern. Jetzt machen wir mal zum Palasch und gucken, ob der Wachwechsel ist. Ja. Das ist ja auch ganz cool. Ja. Dann gehen wir ein bisschen zurück und gehen auf den 1-2 Läden rein und gucken, ob wir was Cooles finden. Ist doch gut, dass du überhaupt raus kannst, Schatz, ha? Ja. Okay. Der Wachwechsel am Königlichen Schloss in Oslo findet jeden Tag um 13.30 Uhr statt. Bedingung hierfür ist allerdings, dass die königliche Familie rund um Harald V., dem König von Norwegen, tatsächlich auch zu Hause ist. Wenn dies so ist, könnt ihr euch den Wachwechsel ganz entspannt anschauen und im Vergleich zu London, wo sehr viel Menschenmassen auftreten, wo sehr viel Sicherheitspersonal benötigt wird. Es ist dort eher eine entspannte Atmosphäre. Man kann ganz entspannt in der ersten Reihe stehen und kann sich das Spektakel, wie ihr in unseren Videos auch seht, ganz in Ruhe anschauen. Auf unserem Weg zurück vom Schloss sind wir dann auch an der Universität Oslos vorbeigelaufen, was wirklich auch ein sehr beeindruckendes Gebäude war. Anschließend sind wir auch noch am Schlosspark vorbeigelaufen. Dieser bietet auch einige schöne Fotomotive. So, wir waren gerade am Palast. Und gehen jetzt noch zu einer Bäckerei. Zimtschnecke esse wohl. Und dann gehen wir wieder zurück zum Schiff. Erstens mal ist es schon 14 Uhr.
Und ist ja ordentlich kalt, muss man sagen. Ja, aber Oslo ganz schön. Ihr habt einen oder anderen Eindruck schon gesehen, hoffentlich. Und wir filmen noch ein bisschen weiter für euch. Wir sind dann auch noch am Parlament von Oslo vorbeigelaufen. Ihr seht also, man kommt immer an irgendwelchen Sehenswürdigkeiten vorbei. Deshalb lasst euch einfach durch die Stadt treiben. Unsere Zimtschnecke haben wir uns dann zusammen mit einem Chai Latte bei Barker Hansen geholt und haben uns dort gemütlich reingesetzt. Und die Zimtschnecke hat uns auch wirklich sehr, sehr gut geschmeckt. Also auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Danach ging es dann für uns mit dem Bus zurück in Richtung Schiff. So, jetzt sehen wir eins meiner absoluten Highlights auf dem Schiff. Ich glaube für uns beiden. Das Ocean Restaurant. Das ist Fisch mit Bedienung, wenn nicht alles täuscht. Muss man auch reservieren. Da wir beide nicht so gerne Fisch mögen, waren wir da jetzt noch nicht. Aber dekorativ geht es nicht schöner. Dann haben wir noch den Yachtclub, da kommen wir jetzt auch gleich noch rein. Und da am Ende ist quasi wieder Neibar. Der Yachtclub sieht auch toll aus. Da gibt es Fisch am Buffet. Da waren wir auch noch nicht. Zum Frühstück kann man hier aber auch her. Ist auch sehr schön. Und da werden wir vielleicht doch auch auf der Reise mal noch das Buffet abends uns angucken. Und dann gibt es natürlich auch noch ein Video davon. Zum Mittagessen waren wir im Fuego-Restaurant, wo man sich an der Pizzastation das eine oder andere leckere Stück Pizza genehmigen kann. Ich würde ja immer einen Ipanema. Und für den Tim einen Splash. Das weiß ich nicht von uns. Nee, das weiß ich auch nicht, ja. Okay, probieren. Das ist ganz gut. Sauer. Aber ist lecker. Ja? Heute mal ein bisschen alkoholfrei. Zumindest mal heute Vormittag oder heute Mittag. Genau. Jetzt ist 17 Uhr rum. Da war ich irgendwie jetzt halt mein Best Burger mit Kleinigkeit essen. Und ich wollte mir noch was auf, das ist ein Fuego. Da war die Schlange doch recht kurz am Automat. Jetzt sind wir hier noch ein bisschen im Beachclub und werden dann die ganzen Überlegungen mal ja ab. Wir werden uns dann schöne Spots suchen, für das Ablaufen anzuschauen. Oder je nachdem gehen wir um 18 Uhr ins Studio X und gucken, wer ein Millionär. Ja, mal schauen, je nachdem. Vor allem auf dem Wetter abhängig, weil momentan sieht es sehr niedlich und eklig aus. Ja, da hinten sieht man, dass es schon relativ dunkel ist. Also ich glaube, vom Auslaufen sieht man da leider nicht so viel. Die Gäste wäre falsch gewesen. Das wäre genau das. Das war die erste Stelle. Genau. Aber alles richtig gemacht. Du hast die Massage gewonnen. Herzlichen Glückwunsch dazu. Viel Spaß damit. Und hier nochmal einen riesen Applaus. Liebe Gäste, das war Werbet Millionär auf AIDA Nova und wir haben noch einen Publikumsgesamtsieger. Da schauen wir mal rein. 441. Hallöchen. Guten Abend. Für uns geht es jetzt zum Abendessen und wie ihr seht, haben wir uns ein bisschen schicker heute gemacht. Genau, also wir waren jetzt eben, um kurz zu resümieren, nachdem wir dann wieder auf dem Schiff waren, waren wir im Beachclub, haben was getrunken, waren was essen. Ja. War eben noch im Studio X. Auslaufen wäre jetzt um 19 Uhr erst gewesen, weil man noch leider medizinischen Notfall an Bord hatte und dann erst eine Stunde später raus konnte. Alles vollkommen gerechtfertigt, vollkommen. Also überhaupt gar nicht so gesehen, sondern tut mir eher leid für die Person. Ich weiß jetzt auch nichts Genaueres. Und jetzt geht's, wie du schon sagtest. Ja, haben uns schicker gemacht. Es geht nämlich ins Time Machine Restaurant. Richtig. Das ist ein à la carte Restaurant. Mhm. Kostet 25 Euro, also 24,90 pro Person. Man kann aus einem Menü wählen, entweder vegetarisch, Fleisch oder Fisch. Drei Gänge. Ja, drei und Gänge. Ich glaube, es gibt auch eine kleine Weinbegleitung dazu. Es gibt auf jeden Fall Getränke, was man mag. Ja, und das ist so eine interaktive Dinner-Show. Ja. Und ja, wir waren schon mal vor einem Jahr auf der Cosma. Genau. Mal schauen, ob es eine andere ist. Oder genau. Aber es ist auf jeden Fall sehr cool. Ja, wir bekommen einen oder anderen Eindruck, aber bloß nicht zu viel. Wir wollen ins Spoilern, dass wenn ihr auf Fenova seid, dass ihr dann selber gucken könnt. Deswegen im Anschluss jetzt ein bisschen unser Essen und dann ganz zum Ende noch unser Fazit. Ja. So wie immer, so wie ihr es von uns kennt. Genau. Beim Time Machine gibt es zwei Tischzeiten, einmal 17 Uhr und einmal 20 Uhr. Und man kann dann vorher sogar schon wählen, welches Menü man möchte, also Fisch, Fleisch oder vegetarisch. Und hier seht ihr auch schon den Eingang. Und da wartet auch noch die ein oder andere Überraschung auf euch, bevor ihr eintreten könnt.
Also, Ihre beiden Männer habe ich wieder wohlbehalten zurückgebracht. Sehr bezahlen. Gut. Sind irgendwo in Zeitlöcher gefallen oder Wurmlöcher. Und die Damen auch noch mal ganz kurz. Eins und die Dachstelle nicht einmal in die Hände, sondern zweimal. Also, und nun der Applaus für Sie selbst. 3, 2, 1. Königlich willkommen in meiner Zeitmaschine. Meine beiden Ingenieure haben Sie bereits kennengelernt. Robin! Jamie! Und Jamie! Robin! Jamie und Robin, wie auch immer. Ja, oh, ja. Jamie Robin! Das ist der ganz normale Ablauf beim Start einer Zeitmaschine. Also bitte Sie, ja, keine Panik auf der... Nee, Sie wissen schon. Also, das alles läuft genauso, wie ich es geplant habe. Mutiger Abenteurer sein, dass ihr es wagt, mein Atlantis zu betreten. Hey, Robin, stell doch bitte mal die Außenbordkommunikation ein. Ich denke, dieser Herr kann uns gar nicht hören. Stoßen Sie an. 3, 2, 1, Sorten! Worauf Sie als nächstes und erstes achten sollten, worauf sollt ihr Ausschau halten? Natürlich, wie schon gesagt, auf. Stelle ein kurzes Fazit zu unserem vergangenen Tag mit Oslo und auch mit der Time Machine, wo man gerade jetzt dann herkomme. Wie fandest du den Oslo, Schatz? Ja, also es war ja ein bisschen schwierig heute, weil es mir halt nicht so gut ging, haben wir jetzt eigentlich fast nichts sehen können in Oslo. Ja, und das Wetter war halt auch nicht so einladend, sage ich mal. Ja, ich denke aber, dass das, was man gesehen habe, schon ein gewisser Eindruck über Oslo gibt. Ja. Wir waren beim Wachwechsel am Königlichen Palast. Mhm. Und waren dann auch noch eine Zimtschnecke essen. Ja. Ja, alles in allem, glaube ich, ist Oslo eine einigermaßen schöne Stadt, aber ich glaube... Ich habe irgendwie mir mehr erwartet. Ja, also, ich mir auch. Und ich glaube, es hängt auch viel vom Wetter ab, glaube ich. Ja. Wir hatten leider heute wirklich sehr, sehr viel Pech. Ich glaube, du kannst zu der Jahreszeit auch besseres Wetter haben. Ja, ja, auf jeden Fall. In anderen Videos auf YouTube und auch im Internet einfach sehen kann man da auch wirklich Sonnenschein haben. Und wir hatten einfach leider eher bewölkt, teilweise Nieselregen. Ja. Trotzdem haben wir das Beste draus gemacht. Und die Zimtschnecke war lecker. Die Zimtschnecke war toll. Genau, wir haben noch einen Chai Latte dazu. Der war irgendwie speziell. Aber die Zimtschnecke war toll. Und ja. Ich denke, für jeden gibt es da irgendwie was man sehen kann. Ja, es ist vieles auch fußläufig erreichbar. Wir sind ja auch noch mal kurz eine Strecke mit dem Bus gefahren. Das geht auch richtig einfach. Muss man dazu sagen, was wirklich toll ist. Man kann überall eine Karte bezahlen. Ja. Finde ich für mich oder für uns ja. Toll. Und auch zum Beispiel mit dem Bus gibt es eine tolle App, die können wir auch gerne mal verlinken, direkt von den Verkehrsbetrieben in Oslo, worüber dann auch direkt diese Karte für den Bus kaufen kann. Genau. Muss in Anführungsstrichen mit niemand in fremder Sprache interagieren. Ja. Also das ist wirklich straightforward, das ist wirklich toll. Ja. Muss man schon sagen, da sind sie doch recht weit hier im Norden. Genau. Jetzt waren wir noch im Time Machine. Wie fandest du denn das? Ja, das Time Machine war richtig, richtig toll. Also wir waren ja vor einem Jahr schon mal auf der Cosma, haben wir schon erzählt. Ja, aber mir hat es richtig gut gefallen. Ich glaube, mir hat es sogar einen Tick besser gefallen als auf der Cosma. Genau. Also auf der Cosma ist, glaube ich, das Thema irgendwie, dass man so durch verschiedene Zeitzonen eben reist. Und jetzt auf der Nova war das Thema eben, Atlantis. Mehr möchte ich noch nicht verraten. Nee, einfach das Unterwasser-Thema an sich, das fand ich halt total schön. Und wir bekommen auch eine Kleinigkeit mit zum Ende, aber auch da verraten wir nicht mehr. Auch da bekommen wir keinerlei Einblendung, weil auch der solltet ihr bitte hoffentlich selbst herausfinden. Ja. Der Tim und unser Mitreisender durften dann auch noch mitmachen.
Also da könnt ihr euch auch schon mal drauf einstellen, wenn ihr halt ins Time Machine geht, dass es halt sein kann, dass ihr da ein bisschen mitmachen dürft bei der Show. Aber die sind alle ganz toll, wirklich wunderbar. Das ist wirklich auch total witzig. Macht wirklich richtig viel, viel Spaß. Und dafür nur 25 Euro auch für so ein tolles Essen. Also ist ja wirklich richtig cool. Plus Getränke. Also man kriegt so viel Wein, so viel Bier, so viel was auch immer, was man möchte, was man ohne Getränkepaket bezahlen müsste. Also da dafür, wer mag, kann da tatsächlich mit einer Flasche Wein rausgehen. Das stimmt, Und es geht auch recht schnell. Für uns geht es jetzt dann ins Bett. Ich glaube, wir sind beide einigermaßen müde. Für dich war die letzte Nacht auch nicht so wirklich entspannend. Ich hoffe, dass du heute Nacht doch etwas erholsamer schläfst. Ja. Morgen ist man dann in Kristiansand. Genau, da wissen wir noch gar nicht, was wir so machen. Ja. Aber das seht ihr ja dann. Genau, in der Zukunft, unserer Zukunft, ich viel Spaß in Kristiansand und euch viel Spaß beim Vlog und beim weiteren Video. Ja, genau. Und dann, bis dann. Bis dann.